Ja, Werner Neuwirth, Architekt, lebe in Wien, habe in Wien studieren angefangen, eigentlich an allen Universitäten, bin nirgends wirklich glücklich gewesen, bin aber nie weggekommen von da, also ein der klassisches Wiener Schicksal. Aber mittlerweile habe ich ganz gern die Stadt da zu leben, aber irgendwo im Kopf woanders zu sein, also in einem anderen kulturellen Milieu zu denken, aber dort zu leben, das hat Vorteile. Oder für mich selbst habe ich bestimmte Vorteile entdeckt. Ja. Du hast Malerei studiert, bist dann zur Architektur gewechselt. Was hast du aus der Malerei übernommen in die Architektur? Na, ich habe eigentlich Malerei studiert, ich habe es dann nie formell abgeschlossen. Also Diplom habe ich mir dann erspart, ich habe extrem viel Akt gezeichnet. Das war eigentlich ein bisschen so ein Distanzieren von der Architektur, weil ich Baugewerbe als Mittelschule gemacht. Also da kriegt man ja von allen Kleinstsachen, von Ziegelverbänden, das sortiert man länger mal breiter. Also das, in dem Alter ist es dann eigentlich egal. Da sieht man, nimmt man so Kastenfenster, wie sie funktionieren, wie sie sich entwickelt haben. Also die ganze Grundlagen der Bautechnik hat man quasi mit 14 bis 18, kriegt man die da. Das hat man ewig im Hinterkopf und wenn man dann auf die studieren geht, macht man nochmal das Gleiche auf halb hohem Niveau. Das ist ein bisschen seltsam und irritierend, aber sehr interessiert sind dann nimmer. Also ich habe mich dann sehr stark für alles Mögliche interessiert, unter anderem eigentlich wollte ich Bildhauerei studieren. Die Aufnahmemodalität damals auf der Akademie war ganz eigenartig, ich habe es nicht durchschaut, ich habe dann einfach meine Sachen dort lassen und dann hat sich ein Maler dafür interessiert, so bin ich eigentlich zur Malerei gekommen oder als Studium. Interessiert hat mich die Kunst eigentlich eher als Kunst, aber nicht so fachspezifisch. Ich habe damals schon völlig andere Sachen gemacht, wie dann in der Malerklasse dann eigentlich. Was davon geblieben ist, ist für mich die Erkenntnis, dass Kunst und Architektur zwar völlig verschiedene Bereiche sind und alles, was auch als künstlerisch in der Architektur auftaucht, eher skurril ist, ist in Österreich sehr beliebt. Und diese Affinität ist geblieben, grundsätzlich, wobei sozusagen auch wieder die Qualitäten der österreichischen Bau, sagen wir so, die Bausubstanz, die gebaut ist. Jetzt weniger das, was verschiedene Kollegen da derzeit machen, da gibt es wenige, die mich sehr interessieren. Das ist jetzt nicht arrogant, sondern man muss einfach selektieren, was einen interessiert, was nicht. Für manche muss man einfach, okay, das ist. Aber was hochinteressant ist in Wien, ist natürlich das, was über Jahrhunderte da gebaut worden ist. Also das, was wirklich materialisiert ist, da steckt so viel Substanz drin, so viel also ein Reichtum, das ist unwahrscheinlich. Und es wundert mich immer, wie das übersehen wird. Also. Du hast alle Architektur-Universitäten Wiens irgendwie durchlaufen. Wo fühlst du dich am wohlsten? Auf keiner der Institutionen. Jede Institution hat so eine gewisse Tücke. Also das ist vielleicht eine persönliche Veranlagung. Von klein auf habe ich immer mit Schulen Schwierigkeiten gehabt. So war ja persönliche Sache vielleicht. Aber Institutionen haben natürlich eine eigene Gesetzmäßigkeit, die so auf die Art etwas simulieren, was sie nicht wirklich sind. Oder also es wird auf der Universität versucht, Architekturtätigkeit, und die Architektur ist einfach eine Tätigkeit mit dem Ziel auf ein Werk. Ist so. Und wenn das Werk aber Fiktion ist, dann neigt es sehr schnell dazu, dass auch die Tätigkeit zu einer Fiktion wird. Im täglichen Tun konkret ist es ganz anders. Die muss Entscheidungen treffen, am Tag 50, 100, 70 Entscheidungen, kleinere, größere, das ist einfach so tagtäglich. Einfach entscheiden, so machen wir so, entwerfen wir so weiter. Das ist in allen Phasen. Und das wird dann immer sozusagen materiell, also hat immer mehr mit Verantwortlichkeiten zu tun und irgendwann wird es auch gebaut. Also da laufen dann plötzlich 50, 80 Leute auf der Baustelle rum und betonieren da. Aber das kriegt dann eine andere, mit Ernsthaftigkeit würde ich nicht sagen, die andere Schwerkraft. Man ist einfach dann wirklich am Tun selbst. Man merkt dann, das ist auch eine andere Dynamik, eine andere Gesetzmäßigkeit. Und im Studium ist das alles ein bisschen so wie Trockenschwimmen. Oder? Man schaut zu, wie andere schwimmen und glaubt, dann könnte man selber mal schwimmen. Das funktioniert halt nicht. Man muss selber schwimmen. Kann man heute noch ein Büro wirtschaftlich führen, ohne den künstlerischen Ansatz zu verlieren? Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Ich glaube, das ist also eine Fehlsicht, dass die ökonomischen Bedingungen grundsätzlich gegen die künstlerische. Das halte ich für einer der größten Irrtümer. Die Ökonomie ist einer der Parameter wie jeder andere. Das würde ja heißen, dass die Schwerkraft oder sonstige materielle Bedingungen genauso gegen die Kreativität wären. Das kommt ein bisschen aus dieser sehr romantischen Vorstellung des genialen
fantastischen künstlerischen. Aber das Künstlerische ist ja grundsätzlich ganz anders veranlagt. Das ist ja an der Sache selbst, am Faktischen interessiert. Für mich ist die Ökonomie auch eine Bedingung, die jedes Mal sich ändert. Es gibt da irgendwo eine ideelle Vorstellung, die man immer verfolgt. Das ist ja, von Projekt zu Projekt verfolgt man in gewissem Sinn immer, man arbeitet immer an architektonischen Modell als Vorstellung, wie Architektur als gesamtes Modell ist, und man realisiert einen Teil davon. Das ist ja das, was man an der Universität schwer vermitteln kann. Dieser Widerstand ist einfach schon produktiv. Er zwingt mir als Entwerfer, der da entscheidet, zu komplexerem Nachdenken. Ich muss dann einfach Lösungen finden, die mehrere Aspekte abdecken, außer meine eigene momentane sozusagen Vorstellung von dem. Und das ist eigentlich, man könnte sogar so weit gehen, es wäre interessant, ich überhaupt keine eigene Vorstellung mehr haben, sondern nur noch sozusagen, wenn das diese Bedingungen des Werks selbst quasi zum Ausdruck führen. Das ist für mich die größte Form der Eleganz eigentlich. Also elegant nicht im Sinne der französischen Eleganz, sondern im technischen Sinn, dass eine Lösung klar, präzise und durchsichtig, also wirklich. Und das zu erreichen ist eigentlich aus meiner Sicht eher eine gewisse Kunst, sich selbst so lange in einer Sache zu, also es verliert sich jemand in einer Sache. Das heißt, man hat die eigene Wichtigkeit ist plötzlich völlig aufgelöst, man ist im Kopf sozusagen so in der Sache drinnen, die kriegt dann so eine Dynamik, dass sich eine Logik und ein Verständnis entwickelt, wenn man dann wieder heraus ist, dass man vielfach das Mühe hat, das zu sortieren und wieder zu ordnen. In deinen Entwürfen hast du oft sehr, sehr komplexe Grundrisse oder Lösungen im Grundriss und im Schnitt. Die spiegeln sich jetzt aber nicht direkt an der Fassade ab oder wieder. Wie kommt das? Entwirfst du die Fassade unabhängig vom Grundriss? Nein, das hat einfach mit der Überzeugung zu tun, dass es zwei verschiedene Dimensions- oder Maßstabsempfindungen gibt. Das eine ist, dass im Innenraum Größen ganz anders wahrgenommen werden wie außen. Also im Innenraum ist eine Kleinteiligkeit oder räumliche Komplexität viel interessanter, weil die einzelne Person sich ja dort im Verhältnis sehr lange aufhaltet. Außen ist es ja völlig anders. Außen ist es ein öffentlicher Raum. Deshalb Kleinteiligkeit eigentlich eher aus meiner Sicht fragwürdig, weil der Maßstab nicht stimmt. Das Gebäude sehe von 300 bis 500 Meter oder ich stehe davor und schaue aber trotzdem mindestens 20 Meter hoch. Also ich habe immer eine viel höhere Distanz. Und durch diese Maßstabsdifferenz ergibt sich eine ganz andere Bedingung. Ein Wohngebäude ist einerseits eine extrem feinteilige, sozusagen komplexe Raumstruktur, die aber dann irgendwann als Gebäude, als Haus dasteht, das Stadtraum bildet. Und wenn jetzt jedes Gebäude irrsinnig zerfranst und zerklüftet daherkommt, dann steht irgendwann kein Stadtraum. Also es ist eine andere Wahrnehmungssituation, eine völlig andere Voraussetzung oder Wichtigkeit. Und deshalb ist für mich interessant, dass die Bauform als Gesamtes dem stadträumlichen Maßstab entspricht. Das heißt, sie stehen die Häuser nebeneinander und die haben eine bestimmte Relation zueinander mit den Zwischenräumen. Aber was dann drinnen ist, ist natürlich ganz andere Gesetzmäßigkeit unterliegt. Welche Ratschläge hast du für Studierende? Ja, Ratschläge. Was kann man jemandem raten? Außer, dass man eigentlich sich der Sache nie sicher ist und immer wieder nachsetzt und schaut, wie die Sachen wirklich sind, würde jemandem eigentlich nicht viel raten. Aufmerksamkeit, immer aufmerksam bleiben.